Hallo und herzlich willkommen zum 36. Teil meiner Videoreihe zum Thema Zerspanung. Heute möchte ich euch ein eher theoretisches Thema vorstellen. Ich versuche immer in dem Kanal so ein bisschen zu mischen zwischen kleinen Projekten, die ihr dann mitverfolgen könnt, oder praktischen Themen, wenn es irgendwie zum Beispiel konkret zu so einer Maschine geht. Heute also, wie gesagt, ein eher theoretisches Thema. Und zwar das Thema, welche Einflussgrößen gibt es beim Drehen? Und das sind im Wesentlichen drei eigentlich zu nennen. Das ist einmal die Schnittgeschwindigkeit beim Drehen. Das ist zum anderen die Schnitttiefe, oft auch als Zustellung bezeichnet. Und zum anderen der Vorschub. Das sind auch drei Dinge, die ihr direkt hier an der Maschine einstellen könnt. Daneben gibt es aber noch Kriterien, die ihr eben nicht hier direkt einstellen könnt, sondern die auf diese Einstellung Einfluss haben. Und das ist insbesondere der Werkstoff des Werkstücks, also ob jetzt so ein Werkstück zum Beispiel aus einem hochlegierten Stahl besteht oder aus Aluminium oder aus Messing. Davon hängen natürlich diese einstellbaren Werte ab. Zum anderen aber auch die Maschine selbst, also wie stabil, wie schwer, wie genau ist die Maschine. Auch davon hängt ab, was man hier einstellen kann. Und auf diese Werte möchte ich hier eingehen. Ich möchte es immer auch ein bisschen so mit, jetzt klar kann man sowas auch irgendwo in einem Buch nachlesen, aber ich möchte es so ein bisschen mischen mit Erfahrungen so aus dem Hobbybereich. Und eine Erfahrung ist zum Beispiel, wenn ihr, es gibt im Internet so Schnittwertberechner, wenn ihr da so Schnittdaten berechnet, dann kommen da zum Teil Werte raus, die ihr mit so einer Maschine gar nicht einstellen könnt. Das liegt einfach daran, dass diese Tools im Internet, dass die oft von Anbietern für Industriebedarf, also für industrielle Werkzeuge, bereitgestellt werden. Und da reden wir halt eben nicht über so eine Maschine für, was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro, sondern da reden wir dann über Drehautomaten, über CNC-Maschinen, über Fertigungsprozesse, wo es auf jede Minute und Sekunde ankommt. Und da kommen eben dann Schnittgeschwindigkeiten raus, wie gesagt, die ihr hier gar nicht einstellen könnt. Insofern sind diese Werte zum Teil zumindest mit Vorsicht zu genießen. Was auch interessant ist, ich habe hier mal zwei Tabellenbücher rausgesucht. Tabellenbuch Metall, das ist einmal hier ein relativ altes, das ist von 1940. Und wenn man dann nachschaut, was da zum Beispiel für, als Schnittgeschwindigkeit angegeben ist für ST37, dann steht hier für Schnellstahl, wie es hier heißt, eine Schnittgeschwindigkeit von 15 bis 27 Meter pro Minute. Wenn man das in einem etwas aktuelleren Tabellenbuch nachschaut, das ist auch nicht das Neueste, das ist 1982, auch Tabellenbuch Metall, da stehen da schon ein bisschen andere Werte drin, und zwar hängt hier von der Zugfestigkeit ab. Ich nehme hier mal bis 500, also bis 500 Newton pro Quadratmillimeter. Dann stehen da, jetzt abhängig von der Schnitttiefe, Werte zwischen 20 und aber bis zu 75 auch. Also tendenziell sind auch die Werte in diesen Büchern im Laufe der Zeit eher nach oben gegangen. Deswegen ist es manchmal sogar besser, wenn man für so eine Hobbymaschine ein eher altes Buch nimmt, ein eher altes Tabellenbuch, weil die Werte wahrscheinlich ein bisschen besser zu so einer Maschine auch passen. So, jetzt möchte ich gerne auf die einzelnen Werte eingehen und ich möchte mal mit der Schnittgeschwindigkeit anfangen. Die Schnittgeschwindigkeit wird angegeben in Meter pro Minute. Deswegen waren hier die Werte ja auch eben in dieser Einheit in Meter pro Minute angegeben. Und jetzt ist die Frage, was ist die Schnittgeschwindigkeit und wie kann man sie gegebenenfalls auch berechnen? Die Schnittgeschwindigkeit ist nicht die Geschwindigkeit, mit der sich jetzt zum Beispiel beim Längsdrehen hier dieser Bettschlitten am Werkstück entlang bewegt, sondern das ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Werkstück am Werkzeug vorbei bewegt. Also die Geschwindigkeit, in der sich jetzt zum Beispiel so ein Rundmaterial am Drehmeißel vorbei bewegt. Und damit ist natürlich schon klar, dass die Schnittgeschwindigkeit von der Drehzahl abhängt. Also von der Drehzahl der Spindel, des Futters. Aber natürlich auch vom Durchmesser des Werkstücks.
Weil es ist klar, wenn ich ein sehr großes Werkstück mit einem großen Durchmesser habe, ist die Umlaufgeschwindigkeit am äußeren Werkstückrand bei gleicher Drehzahl natürlich viel höher wie bei einem dünnen Werkstück mit einem kleinen Durchmesser. Deswegen geht in die Formel der Durchmesser ein. Genau genommen der Umfang des Werkstücks. Und den Umfang des Werkstücks kann man ja berechnen, eine der Kreisformeln mit Pi mal D oder 2πa, je nachdem, ob man mit dem Radius oder dem Durchmesser arbeitet. Das heißt, damit haben wir den Umfang. Und wenn man diesen Umfang jetzt einfach multipliziert mit der Drehzahl pro Minute, dann kriegt man eben die Schnittgeschwindigkeit pro Minute. Die Schnittgeschwindigkeit hängt natürlich, wie gesagt, von der Drehzahl der Maschine ab. Und die kann man hier teilweise einstellen. Man kann die Drehzahl ändern. Also in der Maschine könnte man die Drehzahl jetzt stufenlos ändern. Bei Maschinen mit einem Getriebe kann man die Drehzahl ändern durch Wechseln der Zahnräder. Und kann damit unterschiedliche Drehzahlen und damit unterschiedliche Schnittgeschwindigkeiten realisieren. Jetzt kann man aber nicht pauschal sagen, für ein Material mit Durchmesser 50 mm muss man diese Schnittgeschwindigkeit nehmen, sondern das hängt, wie man es hier in dem Buch auch gesehen hat, vom Material ab. Ein Alu werde ich mit einer wesentlich höheren Schnittgeschwindigkeit drehen, wie zum Beispiel ein hochlegierter Stahl, ein Edelstahl, den werde ich mit geringerer Schnittgeschwindigkeit drehen. Also von daher materialabhängig, aber natürlich auch werkzeugabhängig. Das hängt jetzt davon ab, ob ich hier, so wie hier, mit so einer Hartmetallwendeschneidplatte arbeite. Da habe ich höhere Schnittgeschwindigkeiten. Oder ob ich mit einem HSS-Stahl arbeite. Also werkstückabhängig, also materialabhängig vom Werkstück und materialabhängig vom Werkzeug. Und als letztes spielt immer eine Rolle natürlich die Maschine selbst. Also was verkraftet die Maschine, weil da treten ja dann auch Schnittkräfte auf. Und eine große, schwere Maschine kann die Schnittkräfte natürlich besser aufnehmen als eine kleine, leichte Maschine. Das ist aber dann Erfahrung, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, bei einer Maschine mit einem Gewicht von, was weiß ich, 200 Kilo, der Faktor, und bei einer großen Maschine mit 5 Tonnen, der Faktor. Also da spielt dann auch ein bisschen Erfahrung mit rein, muss man halt mal ausprobieren, was so eine Maschine kann. Das wäre die Schnittgeschwindigkeit. Dann haben wir als weitere Einflussgröße die Zustellung oder die Spantiefe. Also Schnittgeschwindigkeit wird als, wenn er in so eine Formel reinschaut, als VC bezeichnet. V kommt aus dem Lateinischen Velocitas oder Velocitas und C für Cut oder Cutting, also Schnittgeschwindigkeit VC. Die Zustellung oder die Tiefe, die Spantiefe ist AP. Und da geht das Gleiche, was ich vorher gesagt habe, hängt ab von Werkzeug, hängt ab von Werkstück, also von Werkstückmaterial und hängt auch da wieder natürlich ab von der Maschine selbst. Die Schnitttiefe, die kann ich hier, also wenn ich längs drehe, hier einstellen über die Zustellung vom Planschlitten an der Maschine. Und das hängt natürlich jetzt auch bei der Zustellung, gilt aber auch für die Schnittgeschwindigkeit, hängt natürlich auch ab, was für eine Art von Bearbeitung ich mache. Also ob ich jetzt eine Korbbearbeitung mache, ob ich da erstmal irgendwie von einer 20 mm Welle 10 mm runterschrubben will oder ob ich die Feinbearbeitung mache, also irgendwie den letzten Durchgang für eine schöne Oberfläche. Da werde ich weniger Zustellung wählen, wenn ich eine schöne Oberfläche will, werde ich auch eine andere Schnittgeschwindigkeit wählen. Also von der Art der Bearbeitung, das noch als Ergänzung, hängt es auch ab. Das wäre die Zustellung. Und als dritte Einflussgröße haben wir natürlich den Vorschub. Der Vorschub wird angegeben in Millimeter pro Umdrehung der Welle. Also hier beim Drehen. Und der Vorschub, den kann ich hier auch an der Maschine einstellen. Genauso wie Schnittgeschwindigkeit und Spantiefe. Und den Vorschub, den kann ich hier an der Maschine jetzt, ich kann das ja mal zeigen, ich kann einmal die Kamera holen. So, den Vorschub hier an der Maschine, das ist bei der Maschine so, bei anderen ist es vielleicht ein bisschen anders, aber vom Prinzip her immer gleich. Den kann ich hier in drei Stufen
wählen ABC, und dann gibt es hier so eine kleine Tabelle. Da sehe ich dann je nach Zahnradübersetzung, die ich hier über die Wechselräder austauschen könnte, je nach Zahnradübersetzung, was ich hier für einen Vorschub habe. Im Moment wäre hier A eingestellt. Und wenn man hier in die Tabelle schaut, ich habe hier diesen Zahnradsatz, würde das bedeuten 0,1 mm Vorschub pro Umdrehung. So, das wäre die dritte Einflussgröße, die wir haben. Also nochmal Schnittgeschwindigkeit, Spantiefe, Klammer auf, Zustellung, Klammer zu und Vorschub. Und natürlich gilt auch für den Vorschub auch hier wieder werkzeugabhängig, werkstückabhängig, materialabhängig und am Ende maschinenabhängig und bearbeitungsartabhängig. So, jetzt könnte man aus diesen drei Werten einen weiteren Wert noch berechnen. Der ist aber hier für den Hobbybereich eigentlich nicht so relevant, und zwar die Abtragsleistung oder das Spanvolumen. Das ist das Volumen, wird angegeben in Kubikzentimetern, das die Maschine pro Minute abtragen kann. Und das ist einfach das Produkt aus den dreien, also Produkt aus Schnittgeschwindigkeit VC mal Spantiefe AP mal Vorschub FN. Also Vorschub wird als FN bezeichnet, habe ich vorhin, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Damit hätte man das Spanvolumen. Ist aber, wie gesagt, eigentlich für den Hobbybereich nicht so relevant. Ist eher relevant, wenn man in der Industrie vielleicht eine Rentabilitätsrechnung machen will oder die letzte Taktsekunde irgendwie rausholen will oder wenn man es dann weiterdenkt, am Ende irgendwelche monetären Kennzahlen ermitteln will. Für den Hobbybereich jedenfalls wären die drei am wichtigsten. Über die muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, und zwar bei jedem Zersparenvorgang. Da kann man sich, wie gesagt, an Tabellen orientieren. Die müssen aber nicht immer anwendbar sein für so eine Maschine. Und da ist es auch so wie immer, die Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Also man muss einfach Erfahrung mit so einer Maschine sammeln. Dann weiß man, was die Maschine kann oder was gegebenenfalls auch nicht. Und kann dann entsprechend das auch noch berücksichtigen in seinen Werten. So, das war jetzt mal ein bisschen theoretisches Thema. Ich denke aber, das gehört auch zu so einem Kanal, der sich mit dem Thema Zersparung beschäftigt. War für, ist mir klar, für Profis nichts Neues, aber es gibt auch viele, die einfach am Anfang ein bisschen was über das Thema und eben auch über theoretische Themen lernen wollen. Von daher eher an Nicht-Profis gerichtet. Trotzdem vielleicht auch für die anderen interessant. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten gibt es auch wieder natürlich kleine Projekte, es gibt auch wieder praktische Themen. Und bis das kommt, also bis zum nächsten Video, sage ich jetzt erstmal Tschüss, euer Ralf.